Servus Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal aus einer anderen Perspektive, ich bin mal hinter der Werkbank. Ja, zwischendurch geht es auch. Ihr seht schon, was hier steht. Und ja, zwei Behältnisse, sage ich mal. Eine Schachtel und eine Sortierbox von der Firma Flex. Seid mal ehrlich, wenn ihr das Wort Flex hört, an was denkt ihr dann? Natürlich an einen Winkelschleifer. Allerdings, ja, hat Flex mittlerweile ein sehr großes Produktangebot. Also die Produktvielfalt bei Flex, ich möchte behaupten, die ist mindestens genauso groß wie bei anderen Herstellern. Von Schlagschraubern, Staubsaugern, sogar Handkreissägen, sogar eine Kapp- und Gärungssäge habe ich schon im Angebot gesehen bei der Firma Flex im Sortiment. Die haben mittlerweile alles Mögliche. Die Schleifgiraffe ist sehr bekannt zum Trockenbauschleifen. Kennt man ja, die Schleifgiraffe. Der ein oder andere, besser gesagt, kennt mit Sicherheit diese Schleifgiraffen. Und natürlich der Winkelschleifer. Eigentlich heißt es nicht, ich flex mal was ab, sondern das nennt sich eigentlich Trennschleifen. Ja? Es ist nicht Flexen, sondern Trennschleifen. Ja. So viel dazu. Jetzt schauen wir erstmal in die Sortimo-Box rein. Es ist im Prinzip wie bei anderen Herstellern eine Box, bei der oben dran ein Griff hochklappbar ist. Hier ist so eine Einrastfunktion. Hätte ich jetzt eine zweite Box, die hat hier oben das Gegenstück. Da kann man mehrere Boxen untereinander hinhängen und hier tragen. Schaut gut aus, schaut massiv aus, wie erwartet. Hier habe ich Schleifpapier. Verschiedene Körnungen Schleifpapier, original von Flex. Hier auch ganz gute Filzschleifscheiben. Nennt mir mal den Namen, wie die Dinger genau heißen. So Leute, und hier ist der Schleifer. ORE 550 CE nennt sich das Gerät. Schauen wir mal rein, würde ich sagen. Das ist natürlich heute nur eine Erstvorstellung in den laufenden Projekten. Ich habe hier da ein Projekt, draußen ein Projekt. Überall habe ich Projekte, wo ich den Schleifer brauchen kann. Und der Schleifer kommt immer wieder künftig bei mir in meinen Videos vor. Gebrauchsanleitung. Ein Imbusschlüssel. Da kann man natürlich dann unten die Imbusschraube öffnen, um den Glättaufsatz zu wechseln. Passt. Übrigens, das Kabel ist 4 Meter lang. Man kennt es ja, das Problem. Oft ist das Kabel zu kurz und dann habt ihr immer wieder ja, das Problem, dass ihr irgendwie umstecken müsst oder ein Verlängerungskabel braucht. Ja, so schaut das Gerätchen jetzt aus. Ganz klassisch, hier haben wir die Drehzahleinstellung. Hier kann man schön die Geschwindigkeit regulieren. Und ein Ein- und Ausschalter. Also ganz ehrlich, das Gerät ist auch nicht so dermaßen hoch wie andere Maschinen. Moment, ich hole mal den Makita-Schleifer. So als Beispiel, Makita-Akkuschleifer und dann den Höhenunterschied von der Flex. Also, das ist eine Flex, ja. Das ist geil. Ich finde das super. Wenn ich sage, also ich hole mal meine Flex, dann denkt jeder eigentlich an sowas. Wenn ich meine Flex hole, habe ich einen Exzenterschleifer. Super cool. Macht einen super Eindruck. Das Schwarze ist gummierte Oberfläche. Fühlt sich auch wirklich gut an in der Hand. Hier kann man schön rumgreifen. Seht ihr das fast mit? Ich komme eigentlich komplett rum. Ich kann fast ganz, ja doch, ich kann meine Finger berühren. Also das Ding liegt super in der Hand. Da braucht es gar nichts. Und wie gesagt, die Höhenunterschiede sind auf jeden Fall sehr zu erkennen. Der ist sowieso sehr hoch und das war immer das Störende. Man kippelt halt oft auf der Oberfläche. Ist halt ein flexibles Gerät mit dem Akku. Aber ich habe mich bewusst für ein Gerät entschieden mit Stromanschluss, mit Kabel. Weil ich demnächst wirklich sehr viele Arbeiten habe, am Haus vor allem, Dachuntersicht und Balken und so weiter. Und bei diesem Schleifer dauert es ungefähr 15 Minuten, dann ist der Akku leer. Wenn überhaupt 15 Minuten. Das bedeutet, ich müsste ständig die Akkus wechseln, wenn ich jetzt die ganze Zeit wirklich Dachuntersicht schleife. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Ihr kennt doch bei Mirka diesen Kippschalter oben dran. Es ist eine feine Sache, wenn man auf einer Oberfläche schleift. Bedeutet, wenn ihr auf einer Werkbank schleift, ihr habt hier den Kippschalter, kann man schön hier schleifen. Problem ist aber, sobald man irgendwo an der Wand schleifen muss, eine Wand schleifen muss, muss man ständig diesen Kipphebel gedrückt halten. Oder im extremsten Fall, wenn ich eine Decke schleife. Bei einer Dachuntersicht ist es ja so, man schleift ständig an der Schräge, da kann man natürlich mit dem Schalter auch so halten. Aber ihr habt ständig dieses abgeknickte Handgelenk, wenn ihr an einer Decke oder an einer Dachschräge schleift. Da haben wir das Problem nicht. Es ist ein Ein- und ein Ausschalter. Lass uns mal laufen, das Teil. Ich habe es jetzt auf Stufe 1. Fahren wir mal hoch auf 2 und dann weiter bis Vollgas.
und sofort aus, das Teil. Heute ist Feiertag, ich kann jetzt nicht wirklich laut hier lang Krach machen. Also nochmal zur Veranschaulichung, wie schnell das Ding aufhört zu laufen. Aus. Bei dem Akkuschleifer läuft es ganz lang nach. Ja. Nochmal, weil es so toll ist am Feiertag. Aus. Mega. Also diese Schnellanhaltefunktion, der Schnellstopp, der ist wirklich voll von Vorteil, weil wenn man geschliffen hat, muss man nicht ewig warten, bis das Ding aufhört. Man kann es eigentlich ausschalten und hinstellen. Fertig. Ja, super cool. Jetzt machen wir diesen Aufsatz nur drauf. Übrigens, ich habe jetzt keinen Adapter für meinen Staubsauger. Natürlich passt da von Flex das ganze Zeug zusammen. Ja, wenn ihr jetzt von Flex einen Staubsauger habt, dann passt das natürlich hier perfekt zusammen. Es gibt auch Adapterstücke von Flex für verschiedene Staubsaugerdurchmesser. Ich habe momentan noch gar keinen Adapter, deswegen kann ich den Staubsauger jetzt noch nicht anschließen und euch zeigen, wie stark das absaugt. Wie gesagt, heute schleife ich nichts, gar nichts. Ich zeige euch nur das Gerät. Deswegen ein ganz schnelles, kurzes Video. Natürlich mache ich dann noch ein Testvideo für euch. Das ist jetzt ein Unboxing, da zeige ich euch das Gerät, stelle euch das Gerät vor, den Ersteindruck quasi, kurz und knackig, wie dieser Absaugfilter sich schlägt. Da bin ich gespannt. Vor allem, ich kann mir ja vorstellen, das ist jetzt mein Ersteindruck, aber ich denke mir schon, dass Flex da sich was dabei gedacht hat. Aber ich denke mir so, das macht doch sofort zu. Jeder, der das sieht, denkt sich wahrscheinlich, das Ding ist sofort verstopft. Ich bin echt mal gespannt, wie lange man damit schleifen kann, ohne dass da irgendwie ja, der Filter zugeht. Machen wir es mal runter. Hier hinten kann man aufdrehen. Zack, bumm, Filter raus. Druckluft, ausblasen. Ich habe eigentlich gar keinen gescheiten Kompressor zum Ausblasen. Aber das muss ich auch bald erledigen, da mal einen Kompressor zu besorgen. Ich würde auf jeden Fall solche Filter niemals mit Wasser auswaschen, auch wenn vielleicht irgendwo, ich weiß jetzt nicht genau, der Hersteller das sagt, man kann das mit Wasser ausspülen, aber mit Wasser schwemmt ihr im Prinzip den Holzstaub noch weiter in diese Filter rein. Ich kann da eigentlich nur abraten, die Dinger mit Wasser sauber zu machen. Immer nur Druckluft und gut. Oder aussaugen. Achso, Gewicht. Ich habe eine Waage. Moment. So, wiegt mir erstmal den Makita-Schleifer. Ja, 1,75. 1,6. Ja, wiegt ein bisschen weniger. Jetzt machen wir den Aufsatz mal hinten weg. 1,4. Ohne Akku 1,1. Ja, der Akku wiegt ja schon 600 Gramm. Ich meine, ich habe jetzt keinen Mirka-Schleifer zur Hand. Ich weiß auch nicht, was ein Mirka-Schleifer wiegt, aber ich finde, das Gewicht ist voll in Ordnung bei dem Schleifer. 5er Hub übrigens auch wie bei vielen anderen vergleichbaren Geräten. Super, super Sache. Also ich möchte den Makita-Schleifer nicht schlecht reden. Ich benutze den wirklich brutal oft, was ich aber da auch wirklich scheiße. Was ich dabei auch wirklich schlecht finde, bei Makita, oh, der Beutel ist auch voll, dieses kleine Röhrlein, das ist halt echt ein Witz, gell? Ihr seht ja meinen Finger im Vergleich, das ist ein ganz kleines Röhrlein. Wieso macht man da so ein dünnes, kleines Ding hin? Ja, verstehe ich nicht. Mir war, wie gesagt, wirklich sehr wichtig, dass ich einen Schleifer habe, der einen Ein- und Ausschalter hat und nicht diesen Kipper. Der Kipper bei Mirka zum Beispiel hat seine Daseinsberechtigung, keine Frage. Ich bin aber ein Fan von einem Ein- und Ausschalter, dass man die Maschine von mir aus auch mal ganz hinten halten kann, wenn man mal irgendwas ganz schwierig erreicht, gerade beim Renovieren, am Haus schleifen. Wenn man jetzt auf einer Werkbank arbeitet, wie gesagt, dann ist das cool, wenn man oben drauf drücken kann mit diesem Kippschalter, wie bei Mirka beispielsweise. Alles cool. Ja, und was nebenher noch, ich wollte keinen Mirka-Schleifer, weil Mirka sieht man schon zu tausendfach, ja. Und Festool ist top, braucht es auch nichts, aber Festool kann sich nicht jeder leisten oder will sich nicht jeder leisten. Flex hat eine Preisklasse, die wirklich erschwinglich ist. Übrigens hat Flex den Firmensitz in Deutschland. Es ist ja ursprünglich eine deutsche Firma, aber die produzieren natürlich auch in China. Die sind ja so fair und schreiben es drauf, Made in China. Ist keine Schande, mit den Qualitätsansprüchen kann man auch in China produzieren, machen ja alle heutzutage und jeder hat China-Produkte bei sich. Das ist normal geworden, da muss man sich nicht mehr wundern oder da muss man sich nicht mehr fragen, ob das gut oder schlecht ist, wenn was aus China kommt. Passt schon. Auch hier unten die Absauglöcher sind wirklich sehr viele. Man kann da quasi auch verschiedene Schleifpapiere drauf machen von anderen Firmen, von anderen Herstellern. Auch diese Schleifgitter kann man drauf machen, problemlos. Ja, also ich bin gespannt, wie der Schleifer sich schlägt. Also wie gesagt, es kommen bald Projekte, wo dieser Schleifer mehrfach vorkommt. Seid gespannt. Ich freue mich drauf, auf die ganzen Projekte. Jetzt schauen wir noch kurz, ob der Schleifer überhaupt in die Sortimerbox passt. Ha!
Also, es passt alles rein. Schleifpapier, Schleifer, Absaugbehälter, Filterbehälter oder wie es heißt, wie auch immer. Cool. Also, seid gespannt, wie der Schleifer sich schlägt. Ich bin auch gespannt drauf. Bleibt am Ball, lasst ein Abo da. Ciao.